freue mich sehr, dass heute zum dritten Mal die Hubertusmesse bei uns in Tettens stattfindet. Ja, wir vom Hegering Wangerland haben heute Morgen die Kirche geschmückt in Begleitung der unserer Jagdhornbläser. Ich freue mich, dass wieder so zahlreiche Besucher unserer Einladung zur Hubertusmesse gefolgt sind. Beeindruckend ist immer wieder das konzertante Zusammenspiel zwischen Jagdhörnern und Wortbeitrag, also der Liturgie, die gesprochen wird. Hubertus, Pfalzgraf von Burgund, lebte von 655 bis 727, also vor rund 1300 Jahren. Ihm zu Ehren werden die Hubertusmessen abgehalten. Sehen und hören Sie, was sich diesmal in der Kirche von Tettens abspielte. Hier kurze Ausschnitte. Willkommen zu unserer Hubertusmesse hier in dieser wunderschön geschmückten Tettenser St. Martinskirche. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen an diesem Abend den Weg hierher gefunden haben. Die Kirche ist rappelvoll. Hubertus lebte im 7. Jahrhundert. Als er auf die Jagd ging und auf einen prächtigen Hirsch stieß und dann auf ihn schießen wollte, drehte der Hirsch sich um. Hubertus sah ein strahlendes Kreuz zwischen seinem Geweih. Voll Ehrfurcht warf er sein Geschoss nieder und betete zu Gott. Hubertus gilt daher als Schutzpatron der Jagd. Und uns allen kann er als Vorbild dienen, dass wir den Schöpfer im Geschöpf erkennen können und den Schöpfer ehren. Und so lasst uns nun diesen Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt, all die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Lass uns stets nach dem Vorbild Jesu Christi und unseres Bruder Hubertus handeln und Verantwortung für Tiere, Pflanzen und unsere Mitmenschen übernehmen. Mögen wir deine Schöpfung achten und ehren. Möge Gerechtigkeit und Friede in uns wohnen. Rühre unsere Herzen an. Amen. Verbote, kurzum Regeln für das Zusammenleben der Menschen und auch das Zusammenleben mit Gottes Schöpfung und der erweiterte Auftrag dadurch ist seit 10.000 Jahren ein zunehmendes Problem. Wir, der Mensch,
an der Anzahl über 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten verändern diese Welt zunehmend. Zeitgleich sind viele Arten ausgestorben, neue Arten entdeckt worden oder wie in den letzten Jahrzehnten auf geheimnisvolle Weise gestiegen, nämlich das Raubwild in unseren heimischen Revieren. Gesegne und behüte dich Gott, der Vater, der dich wunderbar geschaffen hat, und Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.